Das hier ist die Schule, die ich mal besucht habe. Und die Kinder freuen sich jetzt jedes Mal riesig, wenn ich hier vorbeikomme. Das ist mein morgendlicher Weg zum Reisfeld, den ich jetzt ein letztes Mal gehe. Was ich auch schön finde, sind diese Zäune, die halt echt mega leicht zu machen sind aus Bambus. Nichts kosten. Und Bambus ist so ein cooler Baum. Irgendwie mag ich Bambus total. Und so wohnen echt viele Menschen. Das ist ein ganz, ganz einfach gemachtes Haus. Es dauert irgendwie zwei Tage, um das zu bauen. Einen Architekten gibt es, glaube ich, auch nicht. Und auch keinen Bauleiter. Und auch quasi keine Bauarbeiter, sondern einfach eine Familie und ein paar Freunde. Es ist so ein schönes Gefühl, hier die ganze Zeit barfuß rumzulaufen. Dieser frische Lehm, ich weiß nicht, ob man es sieht. Geht so ein bisschen nach. Das ist so, das fühlt sich so schön an. Ich habe eine kleine Veranda und es ist so gemütlich, da drunter zu sitzen, wenn es regnet. Also ich fühle mich in Indien so ein bisschen so wie das gelbe Küken oder weiß. Und so sieht ein ganz normaler indischer Shop aus. Ja, und hier habe ich für einen Monat gewohnt. Das heißt, es Abschied nehmen. Ja, ich habe echt ein lachendes und ein weinendes Auge jetzt nach, ich glaube, 1,5 Monaten dieses Dorf zu verlassen. Und auch die Sachen, die mich irgendwie viel genervt haben, also zum Beispiel überall der ganze Krach oder das Gehupe und dass der Fernseher jetzt eigentlich den ganzen Tag lief in der Familie, wo ich gerade war oder noch bin. Und dass irgendwie, sobald ich auf die Straße gegangen bin, halt mindestens 50 Kinder mich beim Namen gerufen haben und mir gefolgt sind. Und jetzt merke ich, dass es mir doch irgendwie ganz gut gefällt hier. Und ja, die nächste Etappe ist Guwahati, wo ich für einen Monat sein werde und in einer WG wohnen wahrscheinlich. Und da bin ich mal gespannt, wie das wird. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Ich habe es schon geahnt. Ich hoffe, ich kann noch ein paar Aufnahmen machen, bevor der Starkregen wieder einsetzt. Irgendwie fühle ich mich auch gerade ein bisschen komisch, so in die Kamera zu reden. Also das merke ich, das kommt immer mal wieder. Weil ich halt nicht weiß, wer das jetzt alles schaut. Und es ist irgendwie komisch, nicht den direkten Ansprechpartner zu haben. Jetzt regnet es tatsächlich. Genauso wie meine Intuition gesagt hat. Aber ich wollte ja nicht drauf freuen. So geht das. Ich finde es nicht so toll, dass es gerade nass wird. Na gut. Ich bin auch insgesamt ein bisschen platt gerade. Ich habe gerade 2 Stunden Kommentare beantwortet zu dem neuen Finde deinen Platz Kurs, den ich gestern veröffentlicht habe. Ich bin gerade echt am das emotionale Verdauen, was dann Feedback kommt, weil es mich so stark wieder rührt und bewegt. Also zwischendurch hatte ich ja echt Angst. Oder vor der Veröffentlichung dachte ich, ist das gut genug und hatte dann meine Zweifel und dachte, naja, das hätte ich besser machen können, weil die Tage, an denen ich das Video aufgenommen habe, war ich ein bisschen müde und dachte, irgendwie sehe ich dann nicht so strahlend aus, wie ich gerne aussehen würde und all so solche Kleinigkeiten und hatte da echt meine Zweifel und jetzt habe ich den halt gestern veröffentlicht und das ist so krass, das Feedback. Also es wird mich, glaube ich, noch
mindestens 2-3 Tage beschäftigen, das wirklich an mich ranzulassen auch. Die Dankbarkeit und all die schönen Kommentare, also wenn du dazugehörst und einen Kommentar geschrieben hast, ich danke dir so von Herzen dafür. Also das ist einfach so ein schönes Gefühl, ja, das zu lesen, und also es rührt mich so tief. Ja, ich brauchte noch ein bisschen, um das wirklich komplett an mich ranzulassen, was ich alles schon gelesen habe. Und also das ist wirklich auch mein Grund, warum ich das mache. Dass ich halt andere Menschen unterstützen kann auf ihrem Weg und wirklich das, was ich mir so hart erarbeitet und erkämpft habe teilweise, ja, dass du, wenn du das siehst, wenn du dabei bist, dass du es einfacher hast als ich. Und gleichzeitig lerne ich selbst dadurch so unglaublich viel, das weiterzugeben. Und ja, jetzt kommt das hier gerade alles zusammen, den Kurs veröffentlicht. Das Feedback ist so wunderschön. Es haben sich so viele Menschen angemeldet. Ich hätte echt damit nicht damit gerechnet. Jetzt der Abschied vom Dorf hier, wo ich echt wirklich traurig bin. Und ja, damit bin ich gerade ganz gut mit all diesen Gefühlen. Und bin sehr gespannt, wo mich die Reise jetzt hinbringt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, warum ich dieses Video überhaupt machen wollte. Ich glaube, so ein Stück Abschied nehmen und dir zeigen, wie es hier ist und wie ich die letzten 1,5 Monate verbracht habe, wie die Umgebung ist. Und auch wie einfach die Menschen hier leben. Ich finde das so unglaublich inspirierend zu sehen. Ich zeig das mal hier. Das Haus hier, das wurde halt echt einfach an 2 Tagen einfach mal kurz so hingestellt. Da war nichts mit Baugenehmigung und keine Ahnung, was es sonst noch alles gibt. Es ist halt so einfach und unkompliziert, das Leben hier. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt, also auch was Stress betrifft oder Stressabbau. Ich gehe mal zurück zu mir. Stell dir mal vor, du lebst hier. Also es ist ein komplett anderer Kontext als irgendwie in Deutschland, in einer Großstadt zum Beispiel, in Berlin, wo ich ja lange gelebt habe. Wenn du ein Haus brauchst, dann baust du dir halt einfach mal kurz eins und dann steht das da. Das hält mindestens 5 Jahre und kostet nichts, außer das bisschen Blech auf dem Dach und die Satellitenschüssel, wenn du Fernsehen brauchst. Dagegen bin ich gerade ein bisschen allergisch. Ja, und auch zum Thema Reichtum habe ich eine ganz andere Definition bekommen oder ganz viele Einsichten, weil ich dachte, ja, wer ist eigentlich arm und wer ist eigentlich reich? Denn die Menschen hier leben nach der, was ist es, WHO oder UNO-Definition, in extremer Armut. Also viele von denen haben weniger als $1.25 am Tag. Moment, ich zeig das mal zum Beispiel. Zum Beispiel diese Kinder hier. Oder die Menschen, die in dem Haus hier wohnen, kann man ganz sicher sein, die haben weniger als $1.25 am Tag zur Verfügung. Also diese Menschen haben weniger als $1.25 am Tag zur Verfügung, was eben extremer Armut bedeutet. Offiziell. Und diese Menschen sind so reich. Woran die vor allem reich sind, ist Zeit. Das liegt daran, dass, ja, die haben eigentlich, also alles, was sie zum Leben brauchen, produzieren die selbst, fast alles. Bis auf Salz. Das ist mit das Einzige, was eingekauft wird. Und ich glaube, für 1,25 € am Tag kann man in Indien enorm viel Salz im Monat kaufen. Was dadurch passiert ist, dass die Menschen unglaublich viel Zeit haben. Also das ist hier eher so die Sache, denen ist einfach langweilig, deswegen wurde ich auch so viel umlagert, weil also es ist für die Inder hier normal, dass sie irgendwo hingehen, da einfach 2 bis 3 Stunden mit jemandem quatschen und dann woanders hingehen und das Ganze wiederholen, weil die einfach nicht viel arbeiten brauchen und machen es auch nicht. und da hier so ein bisschen so die Sinnfrage fehlt, also was will ich wirklich in meinem Leben machen? So aus meiner Perspektive, also es würde mir hier fehlen. Schlagen die halt mehr oder weniger die Zeit tot. Und Stress ist wirklich das Gegenteil von dem, was ich hier in den letzten, also was ich bei den Menschen sehe, wie die leben. Und die stehen um 5 Uhr auf mit Sonnenaufgang, dann wird vielleicht die Kuh gemolken oder die Kühe auf die Weide gebracht, gefrühstückt, dann, wenn sie arbeiten, ist das ja Teilzeit, also vielleicht so 4 Stunden am Tag. Oder viele haben auch einen eigenen Shop, das ist dann länger. Oft reicht auch so ein Teilzeitjob, um die ganze Familie zu ernähren.
was ziemlich krass ist. Also mit 4 Stunden Arbeit täglich, wenn man sich das in Deutschland vorstellt. Das ist wahrscheinlich undenkbar. Ja, und woran die Menschen hier wirklich reich sind, also man könnte fast sagen, dass das Hardcore-Kapitalisten sind. Weil wenn man sich allein diesen Bambus anschaut, den lassen die ganze Zeit für sich arbeiten. Genauso die Kühe und den Reis und was weiß ich alles. Also die Menschen bedienen sich einfach komplett hemmungslos aus der Natur, lassen einfach die Bäume für sich wachsen, lassen das Gras und den Reis für sich arbeiten. Ja, und haben dadurch sehr, sehr viel Zeit, das Leben einfach zu genießen. Und als ich das dann verglichen habe mit so der Ansicht in den Medien oft, wie extreme Armut dargestellt wird, habe ich mir halt gedacht, okay, ich mache hier gerade echt eine komplett andere Erfahrung davon, als es dargestellt wird. Also es mag sein, dass es ganz andere Plätze in dieser Welt gibt, wo die Menschen darunter leiden, wovon ich auch gehört habe. Aber an diesem Platz ist es auf jeden Fall nicht der Fall. Da hinten ist übrigens der Fluss, wo ich ab und zu mal gebadet habe. Da sollte man nur aufpassen, weil auf dem Weg dahin können manchmal Schlangen sein. Habe ich gehört, aber keine gesehen. Ja. Das ist übrigens der Himalaya. Also Himalaya. Und da hinten, ich zoome mal rein, da ist ein buddhistischer Tempel, bei dem ich auch war. Wunderschön. Wenn du dich vielleicht fragst, okay, aber wie machen die so Sachen wie Hochzeiten feiern oder wenn man mal doch größere Ausgaben hat, da ist es ganz einfach, weil wenn eine Hochzeit ansteht, dann hilft die ganze Gemeinschaft. Das ist nämlich auch ein Punkt. Die Menschen hier unterstützen sich wirklich. Wenn du mal ein Motorrad brauchst, also ich weiß nicht, auf wie vielen verschiedenen Motorrädern ich gefahren bin, weil immer, wenn wir eins brauchten, haben wir halt jemanden gefragt und dann hat er uns das Motorrad gegeben, dann haben wir es wieder zurückgebracht, fertig. Wo, glaube ich, in Deutschland auch die erste Reaktion wäre, und was ist mit Versicherung? Ich glaube, die sind sogar versichert. Ja, das Gleiche ist eben bei Hochzeiten. Das heißt, stell dir vor, also ich habe nur von Menschen gehört, wie es ist, eine Hochzeit selber zu veranstalten und es klingt irgendwie schrecklich. Und hier ist es so, es helfen hier halt 50 Leute aus der Gemeinschaft mit, jeder bringt was zu essen mit, jemand anders hilft beim Dekorieren. Und so ist das ein ganzes Gemeinschaftsevent, statt dass die Gäste kommen, man hat viele Leute bezahlt, die rumstehen und kochen und danach ist es vorbei und jeder geht nach Hause. Also ich finde es viel schöner in dieser Atmosphäre als auf den Hochzeiten, auf denen ich war und dieses Künstliche oder Professionelle, was da immer mitschwang. Genauso ist es, wenn irgendjemand erkrankt in der Familie, kann er sich auch sicher sein, dass die Familie ihn komplett unterstützt und auch entfernte Verwandte. Das ist völlig normal. Also wenn eine große Arztrechnung ansteht, dann wird halt geholfen. Und ja, auch wenn, ich meine, ich habe jetzt einen Monat lang bei einer Familie gewohnt und das ist völlig normal, diese Art von Gastfreundschaft, dass die mich einfach aufnehmen und ja, dass ich da einfach wohnen kann für den Zeitraum. Und dadurch habe ich so ein tiefes Grundvertrauen auch hier entwickelt. Also ich weiß, dass selbst wenn ich kein Geld habe in Indien, mir geht's super damit. Ich könnte mir sogar selbst ein Haus bauen, dann irgendwelche Fähigkeiten tauschen oder irgendwas arbeiten, wo ich gut von leben kann. Und ich kann hier wirklich mit so wenig auskommen. Also ich habe auch kaum Geld ausgegeben bisher. Oder relativ zu Deutschland echt wenig. Und dafür lebe ich gerade wunderbar. Auch wenn ich versuche, zum Beispiel meinen Gastgebern was zurückzugeben, das ist echt schwer. Also jetzt habe ich die andere Seite des hochsensiblen Problems. was tun, wenn man was geben will und das abgelehnt wird? Die Menschen sagen, nein, bleib sitzen, du brauchst nicht mithelfen beim Abwasch oder du brauchst nicht mithelfen kochen. Und deswegen war ich echt froh, jetzt den hochsensiblen Kurs gemacht zu haben, weil das wirklich was wieder war. Also ich brauchte ein Ventil, um einfach das, was in mir ist, in die Welt fließen zu lassen, an Liebe und an Geben und was ich geben will. Und da habe ich jetzt ein sehr, sehr gutes Ventil gefunden. Ja, das ist, glaube ich, ein schöner Abschlusssatz. Ich freue mich auch gerade auf deine Fragen, die du zum Thema Hochsensibilität hast. Da warte ich quasi drauf, dass mir Menschen Fragen stellen, die ich beantworten kann. Oder sagen, kannst du nicht mal ein Video dazu machen? Und wenn du so eine Frage hast, dann poste einfach einen Kommentar, dann freue ich mich sehr darüber. In diesem Sinne, das nächste Video kommt wahrscheinlich aus Guwahati.